Hat er jetzt die Aufnahme? Sehr gut. Ja, herzlich willkommen in der drittletzten Woche unseres Corporate Learning 2025 MOOC-Athon. Das ist die Woche, die von der Firma Bosch bestritten wird und die hat das Oberthema, die Überschrift, die Rolle der Weiterbildung im digitalen Wandel. Und ich denke, es wird eine ganz spannende Woche werden. Wir starten jetzt mit der Live-Session. Der eine oder andere von euch hat vielleicht den Podcast schon gehört mit dem Dr. Ingo Rentenbach. Den haben wir letzte Woche schon freigeschaltet. Und wir werden auch gleich nochmal erzählen, wie die Woche aufgeteilt ist. Aber jetzt zunächst möchte ich mal das Team vorstellen. Die Mareike und Team sind in Stuttgart-Feuerbach. Und ich frage mal, ob ihr mich schon hören könnt und vor allen Dingen, ob wir euch auch gleich sehen können. Wir hören dich Ja, sehr gut, Simon. einmal alles frei. bestens. Hallo zusammen. Hallo. Sehr gut, so, ja, das ist, jetzt sehen wir euch auch. Sehr gut. Genau, also ihr werdet uns gleich noch ein bisschen was erzählen zu dem Impuls des ersten Tages. Der digitale Wandel verändert die Rolle des Weiterbildners. Ich denke, wir switchen jetzt mal von den Folien auf den Teil, der mal kurz zeigt, wie das Team aussieht. Ich würde vorschlagen, dass ihr ein paar Sätze zu euch sagt. Wir haben eine textuelle Beschreibung auf der Webseite auch schon, aber das ist immer schöner, wenn man tatsächlich das Live-Gesicht auch dazu hat. Und dass wir dann kurz darüber sprechen, wie die Woche aufgeteilt ist und ihr uns dann als Impuls quasi den Montags-Input live and alive gibt. Ich schalte hier mal weiter. Ich denke, den Text kann man nicht lesen, aber wir könnten einfach Genau. so die Reihenfolge Ladies first. Mareike, vielleicht passt jetzt zu dir. Genau, so haben wir das auch gedacht. Herzlich willkommen von unserer Seite an der Stelle. Genau, ich starte mit der Vorstellung. Mein Name ist Mareike Dirkschnieder. Ich bin seit 2012 bei der Robert Bosch GmbH hier im Bosch Training Center. Gestartet bin ich als Didaktik-Methodik-Expertin. Das heißt, ich habe interne Kunden beraten beim Aufsetzen von internationalen Trainingsinitiativen. Und seit 2015 bin ich federführend im Projektmanagement von Lernprojekten unterwegs. Und ganz speziell, da werden wir später auch nochmal etwas expliziter eingehen, ganz speziell verantwortlich für das Thema oder für das Projekt Virtual Classroom und E-University. Und klar, wenn man Projekte im Lernumfeld begleitet, dann gehört natürlich immer auch Beratung der Kunden zur didaktisch-methodischen Ausrichtung, zum Enabling, zur Qualifizierung mit dazu. Vielleicht noch zwei Sätze zum Bosch Training Center an der Stelle. Wir sind der größte Weiterbildner der Robert Bosch GmbH und sind dafür zuständig, standardisierte Inhalte, Trainings eben in die Welt, in unsere Region auszurollen. Da werdet ihr am Dienstag auch nochmal die Gelegenheit haben, etwas intensiver einzusteigen und wir hier als Team zur Vorbereitung der MOOC-Woche, wir sind in einer Abteilung, wir nennen es immer ganz gerne die Vorausentwicklung. Das heißt, wir greifen Trendthemen in der Weiterbildung auf und es mündet im besten Falle eben in Projekten, wo wir gucken, wie können wir die Bosch-Organisation enablen und befähigen, die Herausforderungen der Zukunft entsprechend erfolgreich angehen zu können. Vielen Sehr Dank. gut. Vielen Ja, Dank. genau. Alexander, du machst weiter. Ich mache weiter, genau. Hallo auch meinerseits. Mein Name ist Alexander Preis. Ich bin im gleichen Team wie die Mareike auch und beschäftige mich schon seit ungefähr 15 Jahren mit dem Thema E-Learning, mittlerweile Digital Learning, und bin im Gesamtprogramm, zu welchem ihr gleich noch viel mehr erfahren werdet, Digital Learning, verantwortlich für die Gestaltung eines Meta-Lernportals und für Video Learning. Super. Und dann haben Danke. wir noch den Fabian. Hallo, also mein Name ist Fabian Zürwig. Ich studiere im schönen Mainz Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt lebenslanges Lernen und Erwachsenenbildung und bin jetzt seit März 2017 Praktikant hier beim Bosch Training Center und unterstütze hier bei dem Projekt Digital Learning, wo wir euch auch nachher noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Das ist klasse. Ich wusste gar nicht, dass man lebenslanges Lernen studieren kann. Vielleicht kannst du da in die Kommentare nur nochmal einen Link zu dem Studiengang posten. Das ist ja Kann ich gerne hochspannend. machen, ja. Also ich finde es auch gut. Kann ich nur empfehlen. Ja, absolut. Super. Gut, dann schalte ich mal eins weiter. Dann werfen wir mal einen Blick auf auf das Programm der Woche. Ich hoffe, das hat mittlerweile umgesprungen. Wir haben uns das so überlegt, dass wir den Leuten mal so
drei Themen als Impuls mitgeben. Heute so die Rolle des Weiterbildners, wie ihr denkt, dass sich die ändert, woran ihr arbeitet, konkretes Projekt, was Alex erwähnt hat, Digital Learning. Morgen, denke ich, werden wir den Bosch Training Center ja nochmal ein bisschen vertiefen. Morgen auch ohne eine Live-Session, sondern das ist einfach ein Input, eine Präsentation, die ihr bereitgestellt habt. Vielleicht auch noch dazu erwähnt, jedes Wochenthema mit zwei Leitfragen versehen. Also wir haben zwei Fragen formuliert, die die Leute dann im Chat beantworten sollen. Mittwoch, denke ich, ganz spannend. Mal den Aspekt, ist ja an vielen Stellen schon aufgetaucht, im MOOC-Teil jetzt die Rolle sozialer Netzwerke im Lernen. Also so werden an vielen Stellen schon die Diskussionen, sind in Enterprise Social Networks vielleicht die neuen LMS, brauche ich beides, brauche ich LMS überhaupt noch? Da bin ich sehr gespannt. Da konnten auch die Katharina Krenz gewinnen, die bei euch ja sehr viel im Bereich Community Management, Working Out Loud macht, für so eine Q&A-Session als Live-Video zur Verfügung zu stehen. Wichtig, wer sich im Kalender notieren mag, nicht 13 Uhr, sondern 15 bis 16 Uhr. Also wir mussten uns da an Ihren Kalender ein bisschen orientieren. Wer ist von euch da dabei? Seid ihr da auch mit dabei? Ja, also ich bin, ja, wir sind alle mit dabei. Klasse. Ja, und dann Donnerstag haben wir keinen Input, sondern haben uns überlegt, so einen kleinen Ideenwettbewerb oder Kreativphase einzulegen. Und vielleicht sagt ihr da ein paar Sätze dazu, was so eure Erwartung wäre, da rauszubekommen. Ja, da geht es vor allem darum, weil wir uns ja mit sehr vielen Themen oder Formaten im Bereich Digital Learning beschäftigen, ein bisschen von der Community zu erfahren, welche sind tatsächlich nicht nur Trendthemen, sondern tatsächlich innovative Themen, die sich auch im Alltag schon bewährt haben. Also welche sind Formate und Methoden aus dem digitalen Lernen, welche schon angewendet werden, gerne auch mit Beispielen. Und wir erhoffen uns da tatsächlich relativ viel Input von der Community, weil wir sehr vielfältig aufgestellt sind, um da einfach nochmal einen anderen Blick auf das Thema zu bekommen. Dann vielleicht ergänzend eben nicht nur rein den Blick technologisch betrachten, welche Features und Funktionalitäten sind möglich, sondern wirklich auch vielleicht geprüfte Konzepte und Formate auf den, ich sag mal, didaktischen Mehrwert hin zu prüfen. Denn nur weil eine Technologie verfügbar ist, heißt das noch nicht, dass nachhaltiges Lernen stattfinden kann. Also es geht ja so ein bisschen darum, auch die Spreu vielleicht vom Weizen zu trennen, ja, und zu sagen. Also wir möchten schon kontrovers einfach auch diskutieren und ich glaube, da haben die Kollegen auch viele, viele Beispiele aus der Praxis und ja, da würden wir uns einfach freuen, wenn die zahlreich geteilt werden an der Stelle. Sehr gut. Okay, dann für den Freitag, da machen wir wieder eine Live-Session, 13 bis 14 Uhr. Wir werden uns am Freitagvormittag treffen, die Ergebnisse der Woche ein bisschen auswerten, zusammenfassen. Und die dann Freitag einfach 13 Uhr in der Live-Session vorstellen und natürlich auch nochmal Raum lassen, falls noch Fragen sind zum Diskutieren. Perfekt. Okay, gut, dann haben wir so den Wochenablauf mal besprochen. Dann würde ich jetzt auf der einen Seite mal auf eure erste Folie des Inputs heute. Da haben wir so 25 Minuten ungefähr dafür und ihr könnt euch gern den Presenter nehmen, beziehungsweise ich kann euch den übergeben, damit ihr steuern könnt, oder ich klicke für euch weiter, wie es euch lieber ist. Ich habe es schon übernommen, Simon. Perfekt, super. Genau. Mhm. Wir möchten im Grunde genommen die Session heute mit euch starten, mit einer Aussage, die sicherlich nicht nur Bosch betrifft, sondern ganz, ganz viele andere Unternehmen, dass wir nämlich wirklich vor der größten Transformation unserer Geschichte stehen, aufgrund einfach auch neuer Technologien, neuer Kommunikationskanäle. Und wir haben heute für euch mitgebracht einfach mal ein Zitat von unserem Geschäftsführer, Herrn Dr. Volkmar Denner, der eben ganz klar einfach auch sagt, wir sind angehalten, um dieser Entwicklung auch Herr werden zu können, wirklich kontinuierlich unsere Fähigkeiten, unser Wissen, unsere Kompetenzen aufzubauen. Und nur wenn dieser kontinuierliche Lernprozess stattfindet, dass wir als Organisation befähigt sind, wirklich auch diese Veränderungen entsprechend für uns auslegen zu können und auch in Zukunft erfolgreich sein zu können. Und das ist natürlich einfach ganz, ganz toll, wenn wir hier sehen vom Geschäftsführer auch, dass Lernen wirklich als ein Schlüssel des Erfolgs für die Transformation gesehen wird. Genau. Mhm.
Genau, und basierend darauf sind wir im November letzten Jahres gestartet mit der Initiative BLC Bosch Learning Company, wo wir als Bosch Training Center mit vielen, vielen anderen Stakeholdern im Unternehmen wirklich das Thema nochmal aufgegriffen haben. Was bedeutet die Transformation für uns als Weiterbildner? Wie befähigen wir die Organisation, um diesen Entwicklungen einfach auch Schritt halten zu können. Und ich hatte es eingangs schon erwähnt, die Transformation, die technologischen Veränderungen, dass sie bei Bosch eben dazu führen, dass wir einen signifikant erhöhten Bedarf an Wissensaufbau, aber auch an Kompetenzaufbau natürlich haben. Also wir sagen ganz klar, Qualifikation und Kompetenz muss in einem Atemzuge genannt werden. Lernen ist für uns wirklich auch der Schlüsselfaktor, um die Transformation erfolgreich bewältigen zu können. Und dafür braucht es einfach in Zukunft mehr als das, was man vielleicht klassisch noch aus der Weiterbildung kennt, stark fokussiert auf Präsenzveranstaltungen, wobei ich dazu sagen muss, uns geht es immer darum, eigentlich eine optimale Mischung zu schaffen zwischen Präsenzansätzen und digitalen Formaten. Also wir bewegen uns da einfach sehr, sehr verstärkt auch im Blended Learning Ansätzen. Und damit das gelingt, das eine ist ja, Formate zur Verfügung zu stellen oder Qualifikationsoffensiven zu starten. Das andere ist aber natürlich auch, was dahinter steckt, einfach ein enormer Mindset-Change, die Leute wirklich auch abzuholen und auch die Bedeutsamkeit ganz klar zu machen, wie wichtig lebenslanges Lernen an der Stelle ist und wie sehr einfach auch der individuelle Input und die Motivation gebraucht wird. Und wir sprechen hier im Unternehmenskontext eben ganz häufig von Lernagilität. Das heißt, wie gut sind wir alle befähigt und schnell auf verändernde Gegebenheiten einzustellen, neue Inhalte sich anzueignen und diese neuen Inhalte, dieses neue Wissen eben auch effizient für Bosch einzusetzen. Und was man vielleicht ergänzen sollten, ist, wir haben es ja innerhalb dieses MOOCs auch mit 70-20-10 schon diskutiert, dass sich Lernen tatsächlich nicht nur auf formal institutionalisiertes Lernen bezieht, auf große Kompetenzentwicklungsmaßnahmen im Rahmen von Weiterqualifizierungsmaßnahmen beispielsweise, sondern eben auch im informellen Lernen sehr viel passiert und das auch über alle Bandbreiten hinweg. Und da sind wir aufgefordert, uns agil tatsächlich mit zu beschäftigen. Und jetzt geht es auch schon um die Rolle von uns, Lernangebote zu machen, die wir auch in Form von Learning Consultant Maßnahmen begleiten. Genau, und wir haben noch mal ganz kurz mitgebracht für euch ganz konkret die Ziele unserer Bosch Learning Company Initiative. Wir haben es gehört, die Bedeutung von Wissen, von Lernen und Kompetenzerwerb wird ist einer der entscheidenden Faktoren, um die Transformation bewältigen zu können. Wir wollen, und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, wirklich Maßnahmen entwickeln, um die Lernagilität zu verbessern, und zwar auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen heißt eben auf der Unternehmensebene, also wirklich vom hohen Management bis zu den Mitarbeitern, bis zu unseren Blue-Color-Workern, alle tatsächlich auch in diesen Prozess mit einzubinden. Mitarbeiter wie auch Führungskräfte, das heißt sehr, sehr zielgruppenspezifisch einfach auch Angebote zu konzipieren und die Kollegen eben dort abzuholen, wo sie auch stehen. Und wir sind natürlich, das geht einher mit dem Thema Transformation, natürlich auch angehalten, neue Qualifizierungsprojekte aufzusetzen. Also wir haben ein Projekt zum Thema digitale Transformation, wo einfach viele, viele Stakeholder mit eingebunden sind und wo man gemeinsam einfach überlegt, was sind denn die zielgruppenspezifischen Maßnahmen, wie kann das am Ende des Tages, kann diese Trainingslandschaft aussehen, was braucht es dafür? Und das sind eben ja ganz spezifische Projekte, wo wir uns gemeinsam mit vielen, vielen anderen Abteilungen, also wirklich sehr interdisziplinär gemeinsam auf diese Lernreise begeben an der Stelle. Kurze Frage. Ja? Die Charlotte hat gerade im Chat gefragt, ob bei euch Lernagilität auch bedeutet, dass Mitarbeiter selber entscheiden, was und wie sie lernen, oder geht es nur um die Entwicklung der Lernangebote? Nein, also das
ist im Grunde genommen das, was ich mit diesem Schlagwort Mindset tatsächlich meine. Also es geht eben nicht nur darum, das sehen wir auch im Projekt Digitales Lernen, am Ende eine Applikation oder eine Technologie zur Verfügung zu stellen, sondern das hat ganz, ganz viel einfach auch mit einem kulturellen Wandel zu tun. Weg von der, ich sag mal, Haltung vielleicht zu konsumieren ausschließlich, eher hin, dieses auch Lernen im Moment of Need und Kollegen wirklich auch anleiten zu können, nach ihrem Bedarf eben das für sich auch rauszusuchen, was sie individuell brauchen und nicht, was jetzt ausschließlich formal in einem Rahmen zu einer spezifischen Rolle gehört. Also weil wir ganz klar natürlich befürworten, Kollegen sollen sich weiterentwickeln, auch abhängig von ihren Interessenslagen. Also ganz klar beide Punkte. Ja. Danke. Was dazu ganz gut passt, ist auch der Auftrag, den wir als Bosch Training Center haben, die Kolleginnen und Kollegen dabei zu unterstützen, nämlich mehr oder weniger einen Ermöglichungsrahmen zu schaffen, eigenverantwortlich hier zu lernen. Und da geht es einerseits darum, Lernangebote tatsächlich auch zu machen, sei es jetzt in Form von Lerninhalten in Bibliotheken, die wir zur Verfügung stellen, aber auch zu einfachen Systemen und Tools, um hier einen schnellen Zugriff innerhalb des Arbeitsprozesses zu ermöglichen. Es geht aber auch darum, tatsächlich, hier steht es ja auch, Inspiring Learning Environments zu schaffen, nämlich auch Lernräume, physische Lernräume zu schaffen, die ein nachhaltiges und Lernen ermöglichen, was auch Spaß macht. Also abseits der bestehenden Seminarräume, die dann doch häufig nicht so inspiring sind, vor allem wenn es darum geht, auch alleine zu lernen. Und hier steht tatsächlich im Vordergrund neben der Begleitung durch meinetwegen Learning Consultants die große Eigenverantwortung des Mitarbeiters und der Mitarbeiterin, die wir unterstützen wollen. Also so viel Unterstützung wie möglich und auch so viele Angebote wie möglich zu machen, um hier zum Beispiel arbeitsplatznahes Lernen zu ermöglichen. Mhm. Ich finde, an der Stelle sieht man eben auch schon ganz schön, oder das ist ein schöner Schulterschluss zum Titel eigentlich, dass sich darüber natürlich einfach auch die Rolle von uns als Weiterbildner, ich sag mal, von vielleicht bisher ja genau maßnahmenorientiert, das aufzusetzen, einfach auch nochmal deutlich verändern wird und deutlich stärker die beratende Funktion auch zutage treten wird. Ja. Mhm. Gut, gehen wir weiter? Ja. Genau, jetzt haben wir die Ziele der Bosch Learning Company Initiative gesehen und dann haben wir als Bosch natürlich auch ein Projekt entwickelt. Wie können wir die digitale Transformation unterstützen? Das Projekt ist das Projekt Digital Learning. Das macht die Weiterbildung als Abteilung, also wir und die IT-Abteilung von Bosch zusammen. Einfach weil es im Bereich Digitales Lernen wirklich viel IT, also sehr IT-lastig ist und auch sehr viel IT gebraucht wird, also alleine könnten wir das auch gar nicht leisten. Genau, das Ziel des Projektes ist die Förderung der digitalen Transformation. Wir wollen die Mitarbeiter dabei unterstützen, dass sie zeit- und ortsunabhängig lernen können. Und wir wollen natürlich auch das informelle und das selbstgesteuerte Lernen unterstützen. Ja, genau, das Projekt Digital Learning unterteilt sich in 7 kleinere Teilprojekte. Sie sehen hier, also es sind hier schön aufgelistet. In der Mitte ist ich stelle sie nur kurz vor, wir gehen nachher genauer drauf ein. In der Mitte ist das Learning Portal, das soll den Mitarbeitern den Zugang zu allen möglichen Lernmaßnahmen bieten. Open Online Content sollen externe Firmen sein, die Lerncontent für uns anbieten können. Gamification ist, wie kann man zum Beispiel Web-based Trainings spielerisch anreichen, damit sie wirklich für den Mitarbeiter motivieren, das Sinn zu machen, damit es ihm Spaß macht, damit er auch selber weiterlernt. Das Projekt Video Learning beschäftigt sich damit, wie kann man Lernvideos erstellen, wie kann man sie verteilen, wie macht man ansprechende Videos, wie kann auch der normale Nutzer, also der normale Mitarbeiter, der nicht unbedingt immer mit Lernen beschäftigt ist, wie kann er Videos erstellen und auch anderen was beibringen. Das Projekt Success Factors App beschäftigt sich damit, wie kann man mobiles Lernen bei Bosch ermöglichen. Community-based Learning ist, wie kann man mithilfe von einem sozialen Netzwerk oder wie kann man ein soziales Netzwerk, ein internes soziales Unternehmensnetzwerk einsetzen, um Lernen zu fördern. Und Virtual Classroom ist, wie der Name schon sagt, dass wir Virtual Classrooms hier bei Bosch einbinden, nicht nur Präsenztraining ersetzen, sondern auch damit unterstützen, zum Beispiel in dem Blended Learning Arrangement. Und vielleicht zu all den Projekten ist es natürlich so, dass wir weltweit unterwegs sind, also international aufgestellt sind. Und das ist natürlich wirklich, und auch da würden wir uns
über Hinweise und Input natürlich immer freuen. Auch das ist einfach eine große, große Herausforderung an der Stelle, auch zu gucken, was passt eigentlich zu den Lernkulturen, die ja doch immer ein bisschen unterschiedlich auch sind, um da wirklich auch weltweit Kollegen erreichen zu können. Ich glaube, wir gehen auf die Details dann nochmal ein. Einer ist hat gerade die Frage gestellt, weiß nicht, ob die noch beantwortet wird, ob ihr Virtual Reality in Form von Spielen auch einsetzt. Kommt das noch? Sonst könnt ihr schnell beantworten. Ich kann zwei, drei Sätze im Bezug auf Virtual Classroom sagen. Ja. Gut. Hier nochmal ein kleiner Gesamtüberblick, warum wir das Projekt gestartet haben. Also das Internet der Dinge und die Digitalisierung insgesamt verändern die Arbeitswelt. Es sind komplett andere Anforderungen, als jetzt vor 20 Jahren waren. Die Mitarbeiter wollen mehr zeit- und ortsunabhängig lernen. Und einer der größten Vorteile auch von Digital Learning ist natürlich, man kann selbstständig lernen, bedarfsorientiert. Ich kann das lernen, was ich gerade jetzt im Moment brauche. Und um diesen Bedarfen irgendwie gerecht zu werden, wollen wir mithilfe von dem Digital Learning Projekt die entsprechenden Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Ja, und jetzt werden wir euch die einzelnen Teilprojekte mal ganz kurz vorstellen. Wie der Fabian eingangs schon erwähnt hatte, geht es beim Learning Portal, welches eine bisschen zentrale Rolle spielt, darum, ein sogenanntes Metaportal zum Lernen zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat ein Unternehmen wie Bosch mit knapp 400.000 Mitarbeitern sehr viele Lern- oder Informations- und Wissensangebote, die teilweise zentral gesteuert, teilweise auch in den einzelnen Geschäftsbereichen zur Verfügung gestellt werden. Und wir sind überzeugt davon und wir haben es auch gesehen, dass es sehr viele Inhalte gibt. Die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nicht genau wissen, wo sie denn die Inhalte überhaupt finden, wenn sie nicht direkt mit den einzelnen Systemen auch zu tun haben. Und dieses Learning Portal wird, wenn man so möchte, einen Zugriff schaffen, einen zentralen Zugriff auf alle Lernobjekte, Lernangebote, die es bei Bosch gibt. Das können Bücher aus der E-Library sein, es können künftig auch Lernvideos sein, WBTs, Informationen aus einzelnen sozialen Netzwerken. Also sprich alles, was mit dem Thema Lernen zu tun hat und was den einzelnen Mitarbeiter im Arbeitsprozess auch weiterhilft und unterstützt. Und dieses Learning Portal, das werden wir sukzessive entwickeln und werden voraussichtlich in ein paar Monaten auch mit einer ersten Version live gehen, um hier auch erste Erfahrungen zu sammeln und dieses dann sukzessive weiterentwickeln. Genau, Virtual Classroom, mit dem Projekt sind wir eben auch im Oktober 2016 an den Start gegangen und es geht einfach darum, dass wir schon sehr, sehr früh als Weiterbildner festgestellt haben, die bestehenden Kommunikationssysteme, die im Unternehmen im Einsatz sind, wie zum Beispiel Skype for Business, dass das für den Informationsaustausch und für große Zielgruppen natürlich schon sehr, sehr geeignet ist. Wenn wir aber im Zuge der Transformation wirklich darüber sprechen, auch schnell und ortsunabhängig tatsächlich Kompetenzen aufzubauen, dass es dann sicherlich Tools, bestehende Tools gibt, die einfach bessere Features zur Verfügung stellen, um schon bewährte Methoden aus den Präsenzformaten in die digitale Welt zu übertragen, mit dem Ziel natürlich, dass sich einfach ein nachhaltigerer Lernerfolg einstellt, Kollegen sich wirklich auch austauschen können. Das heißt, wir fokussieren da auch eher auf kleine Zielgruppen in den Sessions, um auch eine möglichst hohe Interaktion sicherzustellen. Das kann sein, dass das rein virtuelle Trainings dann sind. Wir haben aber auch schon erste Erfahrungen wirklich gesammelt mit wirklich Blended Learning Ansätzen, wo eine gute Mischung einfach unterschiedlicher Formate genutzt worden ist. Und natürlich zielt damit auch rein, wir hatten es eingangs erwähnt, dass Bosch ja wirklich im Grunde genommen weltweit verteilt ist mit Lokationen, dass wir wirklich auch auf einem hohen Niveau Trainings anbieten können und trotzdem einfach auch eine Reise- und Zeitersparnis haben.
In diesem Projekt betrachten wir natürlich auch, und das schließt dann oder zielt auf die Frage ab, die im Chat gerade gestellt worden ist, prüfen wir natürlich auch die Möglichkeiten von 2D- und 3D-Lernwelten. Und dann ist im Grunde genommen der nächste Schritt tatsächlich zum Thema Virtual Reality in einer nächsten Ausbaustufe gegebenenfalls auch zu gucken, inwieweit diese Technologie in einem weltweiten Bezug tatsächlich einsetzbar ist. Also es gibt viele Kollegen, die sich mit dem Thema hier bei Bosch schon beschäftigen, aus den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Die Frage, die interessant ist, einfach, wann ist die Technologie an einer Stelle, dass man wirklich das auch weltweit für Lernsettings einsetzen kann. Genau, damit laufen wir, wie gesagt, seit Oktober 2016, starten jetzt wirklich auch mit ersten Pilotvorhaben und hoffen dann im Verlauf 2018 eben auch weltweit ein Tool zu implementieren und eben die Kollegen so weit zu enablen, dass sie da auch eigenständig und gut mit umgehen können. Die Julia hat gerade im Chat noch gefragt, welches Virtual Classroom Tool ihr nutzt. Könnt ihr das sagen? Nee, das ist ja noch sozusagen in der Auswahl im Augenblick. Also wir haben Proof of Concept mit mehreren unterschiedlichen Anbietern, weil sich auch einfach gezeigt hat in ersten UX-Erhebungen, wie unterschiedlich auch 2D- und 3D-Tools angenommen werden, je nachdem, in welcher Lernkultur ich mich bewege. Deshalb sind mehrere Tools im Augenblick noch im Einsatz und da bitte ich um Verständnis, dass wir das jetzt an der Stelle noch nicht sagen können einfach. Okay. Genau, dann machen wir weiter. Open Online Content, e-University. Wir sind, das ist ja bekannt, wir haben als Learning Management System Success Factors. Und wir sind 2015 mit dieser Idee sozusagen gestartet, dass es einfach unterschiedliche externe Anbieter gibt, Lernplattformen extern gibt, die digitale standardisierte Inhalte anbieten, wo es eben entsprechende Schnittstellen zu unserer LMS gibt, so dass man ohne, ich sag mal, selbst kontinuierlich konzipieren zu müssen, einfach auch Inhalte einkaufen kann und über unser Learning Management System den Kollegen in Lernsettings zur Verfügung stellen kann. Und wir sind, so war der Ausgangspunkt. Wir haben dann aber tatsächlich den Scope erweitert, weil wir einfach auch gesehen haben, eine reine Fokussierung auf formale Einbindung passt vielleicht nicht ganz zu den Herausforderungen, die wir jetzt auch eingangs erwähnt haben. Und wenn wir uns wirklich auch auf die Fahnen schreiben, selbstgesteuertes und informelles Lernen zu fördern, haben wir gesagt, dann prüfen wir das eben auch in dem Projekt. Das heißt, wir sind im Augenblick dabei, unterschiedlichste externe Plattformen mit einem Early Adopter Network von 100 Kollegen international auf Herz und Nieren prüfen zu lassen, also die Inhalte, wie viel Inhalt wird auch geboten, um, ich sag mal, strategisch sich gut aufzustellen. Im Hintergrund prüfen wir technische Anbindungsmöglichkeiten, Datenschutz, sodass wir hoffen, bis zum Ende des Jahres dann wirklich ein Ranking der Plattformen zu haben und mit einer Plattform dann wirklich auch in einen Implementierungsprojekt zu starten. Und es ist insofern ganz interessant, dass das Early Adopter Network eben auch abschließt mit einem Online-Survey und einer User-Research, um da wirklich auch eine profunde Datenlage einfach zu haben, inwieweit sich diese externen Inhalte sowohl für formales als auch für informelles Lernen eignen. Das ist eine sehr, sehr spannende Reise, ein sehr, sehr spannender Prozess an der Stelle. Und verändert natürlich auch unser Verständnis als Weiterbildner nochmal, weil wir dadurch natürlich auch viel Standardinhalt einkaufen und vielleicht weniger als bisher kontinuierlich und permanent Trainings selbst konzipieren, sondern diese Trainings einfach durch externe Inhalte auch anreichern. Genau. Vielleicht noch ganz kurz, wenn ich ergänzen darf, den großen Vorteil, den wir erleben bei den Standardangeboten, die wir von extern zukaufen können, ist vor allem, dass diese qualitätsgesichert sind und auch, ich sag mal, methodisch, didaktisch, aber auch inhaltlich die Qualität bieten, die für uns auch notwendig ist, weil hier grenzen wir uns klassisch
Und ganz klar von einer simplen Google-Suche oder einem simplen YouTuben ab, weil wir uns darauf verlassen können bei den seriösen Anbietern, die es da auf dem Weltmarkt gibt, dass die Inhalte eben von Fachexperten erstellt sind und auch, wie Mareike schon sagte, für unsere strategischen Projekte auch sich gut eignen. Das ist immer die Frage, wer macht die Qualitätssicherung dann quasi? Ne? Kann ich mich darauf verlassen, was in der Wikipedia steht, oder habe ich irgendjemanden, der nochmal draufschaut und freigibt? Aber Simon, da genau schon auf den Punkt gebracht, das sind genau die Herausforderungen in dem Projekt, mit denen wir uns da natürlich auch beschäftigen müssen und die Fragen, die uns da einfach auch umtreiben. Ja. Okay. Machen wir weiter. Der Fabian hat es vorhin schon gesagt, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema Video-Learning. Das ist nicht neu bei Bosch, das gibt es schon relativ lange. Aber was hier tatsächlich neu ist, ich meine, ich brauche über die Bedeutung von Video, glaube ich, in unserer Gruppe hier nicht zu sprechen. Aber was tatsächlich neu ist, dass wir den Zugang zu Videos und die Erstellung von Videos für jeden einzelnen Mitarbeiter ermöglichen wollen. Und das ist, das könnt ihr euch vorstellen, eine ziemliche Herausforderung, wenn wir über 400.000 Menschen weltweit sprechen, hier, ich sag mal, eine YouTube-ähnliche Videoplattform zu implementieren, die jedem einzelnen Mitarbeiter ermöglicht, schnell und einfach Videoinhalte, die sich mit was auch immer beschäftigen, vor dem Hintergrund lernen natürlich, mit seinen Kollegen zu teilen. Da geht es darum, wie sollen denn die Inhalte beschaffen sein? Muss ich mir Gedanken machen über die Qualität der Inhalte? Wie kann ich leicht ein Video uploaden und auch teilen? Gibt es vielleicht auch eine Instanz, die sich darum kümmert, wenn Videos mit unangemessenem Inhalt veröffentlicht werden? Das ist eine große Herausforderung. Das sind alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Kern des Ganzen ist Mitarbeiter. Wir gehen davon aus, dass die Mitarbeiter sehr viel Wissen generieren. Und wir wollen sie ermutigen und ihnen erleichtern, dieses Wissen in Form von Videos mit anderen Mitarbeitern zu teilen. Sowohl informell, aber auch formell. Also wir werden die Videoplattform auch an SuccessFactors anbinden, sodass formal erstellte Videos vielleicht im Rahmen von Blended Learning Arrangements auch eingebunden werden können. Und neben der technologischen und technischen Implementierung sind wir der festen Überzeugung, dass hier vor allem die große Herausforderung in der kulturellen Art liegt. Nämlich, wie ermutigen wir Mitarbeiter, wie schaffen wir einen angstfreien Raum, Wissen zu generieren und auch zu teilen. Und da beschäftigen wir uns schon eine ganze Weile mit und haben eine tolle Unterstützung von unseren IT-Kollegen, die uns hier bei der Plattformauswahl sehr gut unterstützen. Und wir eben ich schätze mal, im nächsten Jahr auch in der Lage sind, hier die ersten Pilotprojekte zu starten. Und auch das, wenn ich das ergänzend dazu sagen darf, einfach dieser angstfreie Raum und auch dieser große kulturelle Wandel, tatsächlich Leute zu ermutigen, Inhalte einzustellen, ohne, ich sag mal, vorgeschaltete Kontrollinstanzen zu haben. Das heißt, da setzen wir wirklich sozusagen auf die Intelligenz der Masse des Teams, wenn es unangemessene Inhalte gibt, dass die auch relativ schnell sozusagen sich von alleine wieder rausfiltern. Aber auch das ist, denke ich, ein großer Change an der Stelle. Ja. Wir sehen, es gibt einige Fragen zum Thema Video-Learning, die uns auch beschäftigen. Ich habe sie nur mal grob gerade gescannt. Aber die Technologie ist tatsächlich ein Punkt, der ganz wichtig ist und der funktionieren muss. Stichwort Bandbreite. Ja, bei ungefähr 1.100 Bosch-Standorten weltweit ist es natürlich eine Herausforderung, allen auch einen Zugang zu diesen Inhalten zu ermöglichen. Und da sind wir in guten Gesprächen. Aber wie gesagt, der kulturelle Wandel ist mindestens genauso wichtig. Okay. Da kann man nochmal die Frage von Benedikt, warum nicht einfach externe Anbieter als Videoplattformen eingesetzt werden. Ich glaube, dass er damit wahrscheinlich sowas wie YouTube oder Vimeo meint, aber ich denke, da ist die Antwort wahrscheinlich ähnlich wie, warum speichert man seine Entwicklungsdokumente nicht auf Dropbox, einfach weil man wahrscheinlich dann sofort Data Protection und IT Security vor der Tür stehen hat. Ganz genau, ja. Ganz genau. Mehr ist dem eigentlich nicht hinzuzufügen. Okay, sehr gut. Dann haben wir vorhin, oder Fabian hat vorhin kurz auch die Success Factors App angesprochen. Da machen wir es uns eigentlich relativ einfach. Wir nutzen eine Standard-App von SAP Success Factors, die es schon gibt, und prüfen eine Nutzbarkeit für unsere internen mobilen Lernangebote. Da geht es zunächst, hört sich simpel an,
nur darum, SuccessFactors auch mobil zu nutzen, sowohl für die administrativen, organisatorischen Prozesse, Anmeldung, Freigabe von Weiterbildungsmaßnahmen, aber letzten Endes auch, um den Zugriff auf bestehende Lerninhalte in SuccessFactors, also Abspielen von Lernvideos, Darstellung von WBTs. Wir wissen, dass es kritisch ist, die Desktop-Varianten auch mobil zu nutzen. Da gibt es dann Parallelprozesse, wo es auch darum geht, mobile Lerninhalte zu entwickeln und so weiter. Aber das ist für uns mal ein erster Schritt, was Bestehendes zu nutzen, um auch sag mal, die Mobilität des Lernens zu prüfen. Weil wir hören, und das ist vielleicht auch für den Donnerstag ein wichtiges Thema, immer von Mobile Learning. Wir wissen, dass es viele Angebote gibt. Wir würden es gerne aber auch auf den Prüfstein stellen. Welche mobilen Lernarrangements eignen sich denn überhaupt? Und welche lassen sich beispielsweise über so eine App bei uns auch realisieren? Auch vor dem Hintergrund, dass es Unkenrufe gibt, dass die App im Prinzip in 3-4 Jahren gar nicht mehr relevant ist, weil verschiedene Bots oder andere Systeme hier eine wichtige Rolle spielen, ist es für uns tatsächlich wichtig, bestehende Angebote mobilfähig zu machen. Genau. Da kurz die Frage SuccessFactors, da hängt ja auch von SAP das soziale Netzwerk Jam mit dran, soweit ich weiß. Ja, richtig. Müsst ihr euch da auch Gedanken machen, wenn wir jetzt an den Mittwoch denken, das Thema Community-basiertes Lernen, vernetztes Lernen, wie spielt es zusammen mit eurem Enterprise Social Network, Bosch Connect, oder ist es dann so Lernwelt und Vernetzungswelt nochmal zwei verschiedene? Das sind tatsächlich, sage ich jetzt mal, zwei verschiedene Aspekte. Man hat sich ja relativ bewusst für IBM Bosch Connect entschieden. Und ich glaube, das ist im Moment nicht die Frage, da jetzt zum Beispiel bestehende Tools von SuccessFactors in so einer Parallelwelt eben auch noch mit einzubinden. Aber Simon, du sprichst was Wichtiges an. Ja. Das beschäftigt uns vor allem auch beim Learning Portal. In der heterogenen IT-Welt ist es immer schwierig, hier die Lernangebote auch zu platzieren. Und wir gehen schon von dem Paradigma aus, zu sagen, Lernen muss dort stattfinden, wo auch Arbeiten stattfindet. Das ist aber in einer bestehenden Systemwelt immer ein bisschen schwierig, ich sag mal, hier die entsprechende Systemdeckungsgleichheit auch herzustellen. Ja. Also, genau. Ich meine, man tut ja auch so gewisse Inseln einfach dann mitbauen. In dem Moment, wo ich sage, es gibt ein System für Lernen und eines für Arbeiten, bringt man natürlich in die Köpfe erstmal diese zwei Schubladen und sagt, Lernen und Arbeiten sind zwei verschiedene Sachen. Also wir haben es natürlich immer mal wieder sozusagen auch auf der Agenda und es ist auch, glaube ich, gut und richtig, das zu betrachten. Also es ist jetzt nicht zielführend zu sagen, das blenden wir jetzt aus und wir bleiben da sozusagen in den Welten, wo wir gerade sind. Es geht uns ja auch darum, wirklich, ich sage jetzt mal, Silos an der Stelle zu verlassen. Aber ich glaube, das ist halt auch, ich sag mal, kein kurzfristiger, sondern eher ein mittelfristiger Weg, dann auch nochmal zu gucken, was sind da vielleicht ganz einheitliche Systeme. Und ich glaube, da sind wir jetzt Status quo. Mhm. Ja. Noch nicht. Ja. Ja. Okay. Eine Folie haben wir noch. Ja, und schön, dass wir gerade beim Thema Bosch Connect waren. Passt sehr gut, das ist unser letztes Teilprojekt, das Community-Based Learning. Es geht im Endeffekt darum, wie kann man in sozialen Netzwerken lernen. Ich meine, wir machen das täglich bei Facebook, Twitter, diskutieren wir, lernen dadurch. Und wir bei Bosch wollen das eben auch, unser soziales Netzwerk Bosch Connect nutzen, um Lernangebote zu schaffen, um zum Teil in Communities einen geschützten Raum zu schaffen, wo sich Teilnehmer bestimmter Trainings unterhalten können, diskutieren können. Gleichzeitig kann man da dann natürlich auch Arbeitsmaterialien ablegen, mit denen alle arbeiten können, beziehungsweise die Teilnehmer können eigene Ergebnisse hochladen. Und der größte Vorteil ist natürlich ganz klar auch, ich kann Teilnehmer weltweit zentral an einem Punkt zusammenbringen, ohne dass ich irgendwie tausende Flüge hin und her schicken muss und die Mitarbeiter dann auch eben noch reisen müssen. Genau. Und mit dem Community-Based Learning wollen wir da eben die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Momentan sind wir da wirklich gerade dabei, dass wir das starten, dass wir gerade auch Trainer suchen, die in dem Projekt dann oder in dem Rahmen ein Training erstellen wollen und sind dann auch mal gespannt, wie die Rückmeldungen sind und wie vor allem Trainer und Teilnehmer sich damit zurechtfinden. Also wirklich nochmal, ich meine, Bosch Connect ist ja schon eine ganze Weile im Einsatz, aber da wirklich auch nochmal ganz verstärkt den Fokus drauf zu legen, wie kann ich das nutzen, um auch Lernen zu unterstützen. Und erste Schritte haben wir gemacht, aber auch da würde uns natürlich wahnsinnig interessieren, was habt ihr da an Erfahrungen mit sozialen Netzwerken im Unternehmen, ganz speziell natürlich auch immer im Einsatz von Lernsettings, um da einfach miteinander, voneinander auch nochmal lernen zu können.
Entscheidend ist vielleicht auch, dass das nicht über die Einführung eines neuen Tools gesprochen wird, sondern hier ganz klar die bestehenden Prozesse, die es bei Bosch Connect schon gibt. Ihr werdet ja am Mittwoch auch von der Katharina noch ein bisschen was dazu hören, zu nutzen, auch sag mal, die Fähigkeit der Mitarbeiter zu nutzen, mit diesem bestehenden Tool umzugehen. Und unsere Aufgabe ist es vor allem, Blaupausen zu erarbeiten für Lernarrangements, sei es jetzt als Standalone oder integriert in andere Blended Learning Arrangements, um hier darauf eben aufzubauen. Das ist uns ganz wichtig an der Stelle. Ja, sehr gut. Der Carsten hat auch gerade gefragt, wie pusht er dieses Community-Based Learning? Aber ich denke, da verweisen wir einfach auf den Mittwoch, weil da wird das genau Thema werden. Genau. Ja, genau. Ja. Sehr gut. 14 von 15 sehe ich bei den Folien. Ist das jetzt die Dankesfolie oder noch ein Inhalt? Nein, das ist die Obligatorische. Genau. Sehr gut. Dann würde ich sagen, steigen wir in den Q&A-Teil ein. Ich würde auch zu dem Zweck hier mal das Videospotlight wieder entsperren und hier in Skype for Business das Q&A-Modul einschalten. Ich habe ein paar Fragen aus dem Chat schon herausgezogen. Das heißt, die werde ich euch jetzt gleich stellen. Alle weiteren Fragen, die ihr jetzt noch habt zu der Präsentation, zu den Inhalten, die vorgestellt worden sind, einfach jetzt in dieses Q&A-Modul hineinschreiben. Ich springe mal ganz zurück. Ganz am Anfang hat der Frank Haberle die Frage gestellt, wie sieht es denn mit dem Geschäftsmodell des Bosch Training Centers aus? Gibt es andere Trainingsorganisationen bei Bosch und wie wird die Weiterbildung in den Werken weltweit organisiert? Ich denke, dazu werden wir morgen, glaube ich, ein bisschen was noch hören, BTC. Aber vielleicht in aller Kürze, wenn ihr die Frage beantwortet. Können wir vielleicht gemeinsam, wenn ihr anfangen. Also ich meine, Fakt ist, dass das eben nicht nur die Rolle der Weiterbildner verändert, sondern natürlich auch Einflüsse auf die Geschäftsmodelle hat, wenn man klassischerweise Trainings natürlich verrechnet. Und ich meine, das ist ja ein Phänomen, das ist nicht neu. Und wenn wir ganz explizit davon sprechen, auch informelles Lernen weiter zu fördern, dann braucht es natürlich einfach auch entsprechende Budgetgeber für das Thema. Da ist es einfach so, dass wir sehr, sehr eng abgestimmt mit den Kollegen von Business Modeling zusammenarbeiten, um eben auch, ich sag mal, zukunftsfähige und tragfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Klammer auf, wie auch immer die aussehen, Klammer zu. Also da kann ich jetzt noch oder können wir noch gar nicht ganz explizit was zu sagen, aber es ist auf der Agenda wichtig vielleicht für das Gesamtverständnis. Klar, wir sind als Weiterbildner bei Bosch unterwegs, aber auch in den Projekten ist es so, dass wir immer eine übergeordnete Brille annehmen. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Wir haben also wirklich den Auftrag auch zu gucken, was liefert einen Gesamtwert für ganz Bosch und das wirklich auch versuchen, unabhängig von irgendwelchen Geschäftsmodellen und Gewinnmaximierung zu betrachten. Ja. Okay. Ja. Was man vielleicht sagen muss, es entstehen ja auch neue Geschäftsmöglichkeiten für uns. Aktuell sind wir sehr stark Portfolio getrieben über die Präsenzveranstaltungen und über unsere Präsenzangebote dadurch. Aber durch neue Lernformen, wie zum Beispiel Open Online Content, entstehen A, neue Inhaltsangebote. Aber ein wichtiger Punkt ist hier auch Consulting. Ja. Also ich hatte es vorher mal kurz erwähnt, dass wir auch sehr stark in die Unterstützung der Mitarbeiter gehen, wenn es um Learning Consultancy geht. Und da geht es teilweise um den einzelnen Mitarbeiter, aber auch um die Begleitung verschiedener Organisationsbereiche bei deren Kompetenzentwicklungsmaßnahmen. Und da sehen wir auch neue Möglichkeiten hier im Bereich Learning Consulting. Ich glaube, da werden wir auch morgen mit der Überschrift vom Trainingsanbieter zum Learning Consultant auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen dann in den Inhalt. Ne? Genau. Sehr schön. Dann die Margit Reinhardt hat gefragt, wir sind in der Wiesmann-Woche ja schon mal auf das ganze Thema, wann habe ich eigentlich Zeit zum Lernen gekommen? Und sie fragt, wie viel Zeit haben Mitarbeiter beim Bosch zum Lernen und ist es dann eher neben der Arbeit oder hat man so eine Art offizielle Lernzeit? Ich glaube, das ist eine große Fragestellung beim informellen Lernen. Wenn ich ein Training buche, das dauert 2 Tage, ist vielleicht völlig klar, ich bin 2 Tage weg und dann bin ich am Arbeitsplatz. Wenn ich irgendwo im Kaffee sitze und mir ein Video auf eurer Mobile-App anschaue, könnte der Chef vielleicht auf die Idee kommen, lernt er denn überhaupt oder schaut er einfach YouTube-Videos? Also gibt es da irgendeine Art von Regelung bei euch?
Also ich sage mal so, eine Art von Regelung zumindest natürlich hier bei uns bei BTC, weil natürlich versuchen wir da schon in unseren eigenen Reihen auch mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber dieses Thema Lernzeit ist auch ein Thema, was uns umtreibt. Und da ist es ganz einfach so, das ist eben auch nochmal ein Punkt, den wir ganz explizit in der Bosch Learning Company Initiative auch nochmal aufgreifen. Und da geht es dann tatsächlich darum, ich sage mal, Lösungswege auch zu entwickeln, wo wir sagen, das kann man auch der Gesamtorganisation anbieten. Und da sprechen dann nicht nur wir als BTC stellvertretend natürlich mit, sondern eben auch noch viele, viele andere Kollegen. Und da muss man tatsächlich gucken, wo geht die Reise hin und wie kann man es am Ende wirklich auch gesamtheitlich für Bosch gestalten. Also es ist auf der Agenda, aber durchaus noch, sag mal, mit Diskussionspotenzial. Im Augenblick. Ja. Was man hier vielleicht noch ergänzen muss, ist, wir sind zwar hier in der Zentrale in Stuttgart-Feuerbach, arbeiten aber in globalen Projekten. Und da erleben wir zum Beispiel asiatische, chinesische Einflüsse, aber auch nordamerikanische Einflüsse in unseren Projekten, die wiederum ganz andere Kulturen und damit auch Lernkulturen haben. Und die versuchen wir eben auch zu integrieren in unseren Projekten. Und ich glaube, die Community hier kann sich sehr gut vorstellen, dass wir hier mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen auch zu tun haben, sei es jetzt Mitbestimmungsrechten von Betriebsräten oder auch unternehmensseitig. Also hier versuchen wir, und es ist gar nicht einfach, das können wir durchaus auch sagen, die verschiedenen Interessen immer auch zu berücksichtigen. Ja, das ist so der Aspekt der Einbindung. Ich denke, die internationalen Stakeholder müsst ihr ja dann auch sehr stark einbinden. Ich habe jetzt von Christian hier die Frage noch, bindet ihr auch Mitarbeiter in eure Ideen und Entwicklungsprozesse ein? Wenn ja, wie? Also so, wir hatten ja diese Persona-Woche, wo es darum geht, wie sieht eigentlich der neue Lerner oder der Lerner der Zukunft aus? Habt ihr da einen Weg irgendwie an die Boschler heranzukommen und die mal zu fragen, wie sie eigentlich lernen wollen? Also ich sag mal, Usability und User Experience ist ja so eines der ganz wichtigen und zentralen Themen, was uns auch übergeordnet wirklich in allen Projekten begleitet. Das heißt, wir haben da auch wirklich immer eine Mannschaft von Kollegen, die hinter uns steht, wo wir ganz zu frühen Zeitpunkten in der Entwicklung wirklich auf ganz, ganz unterschiedliche, sag ich jetzt mal, Lerngruppen auch zugeht, da nach Feedback fragt. Mit dem Resultat natürlich auch, dass manchmal Themen, wo wir jetzt gedacht haben, Mensch, super, da laufen wir mit los, dass die vielleicht auch erstmal wieder beiseite gelegt werden. Also durchaus in Summe ein sehr iteratives Vorgehen und die Entwicklung ganz klar abhängig eben von den Leuten, die es nachher auch nutzen wollen und sollen. Und das sind eben die Lerner. Also die werden zu einem ganz, ganz frühen Zeitpunkt in allen Projekten eingebunden, sei es über ein Early Adapter Network, über wirklich User Researches, die wir machen, Testen von Prototypen. Also all das sind Themen, die wir in allen Projekten eigentlich mit an Bord haben. Und wir nutzen hier vor allem auch Bosch Connect als Medium, weil wir hier die ausgetretenen Pfade betreten können und die Kolleginnen und Kollegen eben gewohnt sind, sich ja auch zu beteiligen. Jetzt nicht nur bei uns, bei Lernprojekten, sondern auch in anderen Projekten ihren Beitrag zu leisten. Ja, da schließt sich vielleicht eine Frage an von dem Volkmar. Der hat so eine Doppelfrage gestellt. Zum einen mal, gibt es eine Datenbasis, zum Beispiel durch eine Umfrage erhoben, welche konkreten Formen des Lernens Mitarbeiter sich wünschen? Und in der zweiten Frage fragt er, ob das Format Flipped Training oder Flipped Classroom im Konzept mit angedacht ist. Das ist ja auch schon ein paar Mal jetzt im MOOC andiskutiert worden. Bei vielen steht die Hypothese im Raum, wir wollen keinen Klassenraum mehr. Aber wollen wir denn dann tatsächlich uns eine Stunde Video irgendwie in der U-Bahn anschauen? Also habt ihr da Empirie betrieben? Ja, also ich sag mal, die Projekte, die sind ja jetzt nicht entstanden, wie soll ich sagen, jetzt vollkommen auf der grünen Wiese, weil wir uns das jetzt im kleinen Team überlegt hätten, sondern wir haben natürlich schon Bezug genommen zu internationalen Lernstudien. Das ist mal das eine, um einfach zu gucken, ich sage jetzt mal Lern 2025, wo geht die Reise da mal gesamtheitlich betrachtet hin. Das andere ist natürlich, dass wir auch in unseren Communities, also Europa und in der Welt, tatsächlich auch Befragungen gemacht haben und einfach nochmal auch wirklich ein Ranking abgeholt haben. Was brauchen die Kollegen ganz konkret, wenn sie wirklich an Lernen in der Zukunft denken an der Stelle? Also ja. Und Flipped Classroom kann man, wenn wir es so verstehen, dass wir im Prinzip die Präsenzveranstaltung von theoretischem Wissensvermitteln
entlasten wollen und die theoretische Wissensvermittlung und Aneignung eher in E- oder Digital Learning Angebote geben wollen, dann ganz klar ja. Also es gibt Blended Learning Arrangements, die genau nach diesem Format funktionieren, wo die Präsenzveranstaltungen darauf aufbauen, dass sich die Teilnehmer im Vorfeld mit den theoretischen Inhalten beschäftigt haben und die Face-to-Face-Veranstaltung dazu dient, sich auszutauschen, Fragen zu stellen, zu üben und solche Dinge eben. Ja, super. Gut, ich habe mir vorhin noch notiert aus dem Chat, der Rainer hatte gefragt, ihr habt diesen Aspekt des Open Contents, den ihr von außen einkauft. Da gibt es eine Qualitätssicherung dadurch, dass man es eben von Anbietern mit gewisser Reputation oder Qualitätssicherung kauft. Bei sogenannten User-Generated Content, also wenn Mitarbeiter selber Inhalte erstellen, seien das jetzt Videos, seien das Checklisten, Tutorials, habt ihr da auch irgendwie eine Idee, wie man A, Qualitätssicherung machen kann und wie B, dann auch so ein Zusammenspiel mit offiziellen Lernangeboten aussehen kann? Weil ich mich ja eigentlich als Trainer jetzt zum Beispiel gar nicht darauf verlassen kann, dass die Wiki-Seite in 4 Wochen noch so aussieht, wie sie vor 4 Wochen ausgesehen hat. Ja, also ich fange mal an mit Video-Learning. Da geht es uns um 2 Themen. Einerseits wollen wir ermöglichen, formale Videolernangebote beispielsweise in Blended Learning Arrangements zu integrieren. Und da findet eine Qualitätssicherung unter anderem durch die Beteiligung von Fachexperten statt, sowohl inhaltlichen Fachexperten als auch Experten für Methodik, Didaktik. Das ist mal das eine. Bei informellen Videoangeboten nutzen wir aber auch hier die Community, indem wir ähnlich wie bei bestehenden Videoplattformen wie Vimeo oder YouTube auch ermöglichen, dass die Konsumenten sich beteiligen an der Beurteilung eines Inhalts. Das ist ein schwieriges Thema, dessen sind wir uns bewusst, aber durch die Häufigkeit zum Beispiel von Likes oder die Positivkommentierung wollen wir hier eben auch eine Qualitätsbeurteilung durch die Community, für die Community ermöglichen. Okay, gut. Dann schaue ich jetzt mal, der Volkmar hat nochmal was nachgeschoben, und zwar wollte er noch wissen, die WOL, also Working Out Loud Bewegung bei Bosch, wenn ist sie und wenn ja, wie ist sie in euer Projekt des Lernens der Zukunft eingebunden? Wird das am Mittwoch beantwortet oder sollen wir da jetzt schnell drauf eingehen? Also ich denke, das wird die Katharina Krenz am Mittwoch beantworten, weil es da ja tatsächlich schon viele Initiativen bei Bosch gibt und auch mittlerweile viele Erfahrungswerte zu dem Format, zu der Methode und Okay, dann machen wir das am Mittwoch. Sehr gut. Ja, dann habe ich mal noch so eine Knackpunktfrage aufgehoben. Die kam vorhin im Chat, aber jetzt auch in den Q&A. Zum einen mal die Janke und Mukaton 2025, ich schätze, das war der Joachim. Die haben zum einen mal gefragt, wie messt ihr denn den Return on Investment des Lernens? Das ist ja, glaube ich, schon bei Klassenraumtraining schwierig, bei informellen Training noch schwieriger. Sie fragt auch, wird überhaupt danach gefragt? Also braucht man da irgendeine Quantifizierung? Und Joachim hat noch gefragt, woran kann Bosch messen, ob die Weiterbildungsabteilung gut gearbeitet hat? Also ich denke, es geht alles so in die Richtung, woran kann ich denn eigentlich festmachen bei diesen ganzen neuen, bunten, schönen Methoden? Bringt es denn etwas? Und wie kann ich das greifbar machen, vielleicht auch jemand überzeugen? Ich glaube, am Ende des Tages kann ich das tatsächlich nur greifbar machen, wenn ich die Leute frage, die eben die Tools, Methoden und die Inhalte nutzen. Und das sind die Lerner. Und so wie wir den Ansatz jetzt schon in den Teilprojekten fahren, Kunden und Lerner eben zeitnah einzubinden, so ist es natürlich wie heute in Präsenzformaten eben auch, dass man sich im Nachgang einfach ein Feedback einholt, weil wir hatten es eingangs ja schon gesagt, wir sind da sehr iterativ unterwegs. Das heißt, wir haben jetzt auch nicht den Anspruch im Sinne von Agilität, jetzt sofort mit der 120%-Version irgendwie an den Start zu geben, sondern wir brauchen den Lerner am Ende, um auch immer, ich sag mal, zu optimieren und uns weiterentwickeln zu können. Und das sind dann, ich sag mal, im ersten Zuge, denke ich, ganz klassische Evaluationsmethoden nach Lernsettings, nach Qualifizierungsmaßnahmen. Ja, was man vielleicht noch sagen muss, wir machen die Betroffenen auch zu Beteiligten. Also unsere Projektteams, das könnt ihr euch vorstellen, die bestehen nicht nur aus Bosch Training Center Mitarbeitern, sondern einige sind hier auch im Chat mit drin. Wir haben eine sehr heterogene Projektstruktur und eine Projektorganisation, die aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen ihre Interessen mit reinbringt. Und das ist sehr schön, weil wir über den Weiterbildungsbereich hinaus eben die Kunden auch mit integrieren und dadurch schon eine viel größere Kundennähe herstellen, als wir im Elfenbeinturm Bosch Training Center hier Formate entwickeln. Also ich meine, das sehen wir jetzt auch bei allen Pilotaktivitäten. Auch da haben wir natürlich immer geguckt, sag mal, international extrem weit
aufgestellt zu sein und wirklich eben nicht nur klassisch HR-Abteilungen eingebunden zu haben, sondern wirklich auch Leute aus eher im Bereich Fach- und Methodentrainings, aus den Technikbereichen bei Bosch, weil nur mit deren Feedback wissen wir am Ende natürlich auch, ist das was, was wirklich auch gesamtheitlich für Bosch dann was bringt. Und zum Thema ROI-Berechnung, ich glaube, das war jetzt auch noch ein Punkt, klar quantifizierbar müssen wir das natürlich schon machen. Also wir halten schon in einem gewissen Maße in den Projekten natürlich auch nach und da ist, sind Projekte mehr oder auch weniger geeignet. Rechnen sich die Dinge am Ende des Tages und im Zweifelsfall ist es bei uns einfach so, wenn es ein, zwei Cash-Cows gibt, dann kann man durchaus natürlich auch quersubventionieren, um eben auch Projekte, wo sich vielleicht nicht im ersten Schritt nachweisen lässt, ist also quantifizierbar nachweisen lässt, dass man die, weil wir einfach überzeugt sind vom Mehrwert, eben auch genauso gut in der Organisation platzieren kann. Okay, ja, sehr gut. Dann biegen wir auch schon so langsam auf die Zielgerade ein. Ich schiebe gerade auf die Uhr, 5 Minuten haben wir noch und ich denke, die nutzen wir, auch wenn wir jetzt nicht ganz alle Fragen beantworten konnten, um so ein bisschen auf die Woche einfach noch zu schauen. Vielleicht, ich blende gerade mal den Blogpost von heute ein, Moment. Wenn ihr kurz noch mal sagt, die Leitfragen für heute, müsstet jetzt den Blog am Montag sehen. Ja, genau. Die Leitfragen sind jetzt einfach für uns nochmal, dass wir gerne mit euch diskutieren wollen würden, wie verändert sich die Rolle des Weiterbildners, basierend auf dem, was wir berichtet haben, wie es uns gerade bei Bosch geht mit den vielen Initiativen und Projekten, aber natürlich auch, was sind da eure Erfahrungen, wo geht bei euch die Reise hin? Und eben auch nochmal ein Punkt, der Alex hat es schon angesprochen, dass er so ein bisschen auch die Bewegung ist, mehr in Richtung Learning Consultant an der Stelle. Was sind eure Hinweise, euer Input wirklich, welche Kompetenzen braucht der Weiterbildner in Zukunft? Was sind da eure Empfehlungen und eure Erfahrungen an der Stelle? Und da würden wir uns über vielfältigen Input, Ideen und Anregungen natürlich sehr freuen. Vielleicht wird er da für unser Blueprint, für unser Wikibook am Ende quasi so eine Art Stellenprofil der Zukunft, der Weiterbilder der Zukunft raus. Ja. Genau. Vielleicht für die Teilnehmer auch nochmal der Hinweis, die Leitfragen sind am Blog, Bosch am Montag, unten dran auch nochmal 2 Videos mit weiterführenden Informationen. Ihr habt ja am Anfang gesagt, ihr steckt in der größten Transformation aller Zeiten. Ingo Rentenbach hat da auch nochmal einen Fokus in den Blog, in den Podcast draufgelegt. Ich glaube, anhand der Videos wird auch nochmal recht schön klar, was eigentlich diese Transformation neben der Tatsache, dass wir über digitales Lernen sprechen, auch für eure Produkt- und Prozesswelt bedeutet. Also das sind kurze Videos, die lohnen sich, glaube ich, auf jeden Fall mal anzuschauen. Bedingt. Genau, dann nochmal ein ganz kurzer Blick auf den Rest der Woche. Seht ihr, ich hoffe, ihr seht jetzt den unseren Wochenfahrplan. Mareike hat es gerade schon angedeutet, morgen werden wir uns beschäftigen, genau mit diesem Rollenwechsel vom Trainingsanbieter zum Learning Consultant oder beides gleichzeitig zu sein. Wie gesagt, dann ohne Live-Session, Mittwoch wieder mit der Live-Session, sind wir ein paar Mal schon drüber gestolpert, mit Katharina um 15 Uhr. Und jetzt vielleicht der Donnerstag, wenn es darum geht, wir werden vorhin schon kurz drüber gesprochen, was sind denn so die belastbaren, die praxisbewährten Trends. Da war ja auch die Idee, mal zu gucken, wann in der Zukunft werden die denn dann tatsächlich Realität? Das mal so zusammenzusammeln, war, glaube ich, die Idee für den Donnerstag, oder? Genau. Okay. Gut, dann schaue ich mal jetzt gerade noch mal in den Chat, ob da noch irgendwas ist. Karl-Heinz hat geschrieben, es ist Karl-Heinz, nicht Joachim. Wir hatten nur Joachims Login heute. Okay. genau. Nee, ich denke, die wichtigsten Fragen haben wir beantwortet. Dann würde ich sagen, laden wir alle ein, bei den Blogs und bei der Beantwortung dabei zu sein und wünschen allen eine schöne Woche. Genau. Danke auch. Vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bis Mittwoch und dann Freitag. Genau. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss. Ciao.